für mich eines der schönsten Lieder, die wir so in der ersten und zweiten Liga haben. Kölner. Der Anstoß mit einem der auffälligsten Spieler beim ersten FC, Gabriel Amisso. Freuen wir uns auf tolle Einzelaktionen, tolle Dribblings. Lege ich Ihnen und euch schon mal wärmstens ans Herz. Aber auch Bielefeld mit tollen Spielern dabei, unter anderem die Elf, Favu Salami. Sehr auffällig. Tanay Kosa mit der 10 nachher bei Bielefeld. Wir haben noch ein paar Namen parat. Wir werden das alles im Laufe des Spiels erledigen. So, Freistoßpfiff von René Pascal Wagner. Schiedsrichter, auch sein erstes Spiel am heutigen Tage. Pfeift für Tura Espelkamp. Oh, Arminias Keeper hier mit einer starken Aktion. Paul Gabriel. Fleseriu. Tor der Kölner. Timo Schmitz. Stark quergelegt. Ah, der Salami. Den angesprochenen bulligen Stürmer. Der Amin. Wir schauen ja auch mal so ein bisschen zurück, wer war eigentlich für die jeweiligen Vereine hier auf der Platte. Für Köln haben wir das im Spiel davor schon mal gemacht, bei den Arminen haben wir das noch nicht. Schon tolle Namen. Max Wegner, Lübecker Jung, in Oldenburg aktiv, war 2005 hier. Diego Demme, mittlerweile in Neapel, 2007. Robert Tesche, einigen vielleicht noch ein Begriff, 2003 hier auf der Platte gewesen. Jermaine Konzbruch. Profi bei Arminia mittlerweile, hat gerade in der Hinrunde sein erstes Zweitligator erzielt. 2018 hier gewesen, die Bielefelder bis ins Halbfinale geführt und nachhaltig beeindruckt. Arne Schulz, 2019 hier gewesen, auch bei Arminia bekannt. Und ein Torwart von Manchester City war hier in Lübbecke für Arminia, Stefan Ortega Moreno beim Freiburg Cup. Jetzt Spieler bei Pep Guardiola. Also der Weg, der kann hier richtig, richtig weit gehen. Für all die Kicker, die heute hier auf der Platte stehen. Arminia-Teilnehmer der ersten Stunde. 22 Teilnehmer von Anfang an dabei gewesen. Am Anfang noch Co-Ausrichter. Und jetzt mit der Chance zum 1:0. Salami verpasst. Und Glenn Gutmann bekommt sich nicht richtig aufgedreht. So, stark zurückgelegt. Jetzt der Kölner Angriff. Eine Überzahlsituation. 3 gegen 2. Wenn sie es ausspielen. Starke Parade. Bockstarke Parade. Durch Fleseriu. Sehen wir jetzt nochmal hier. 3 gegen 2 erkennen wir auch gut. So, das war eigentlich alles gut gemacht. Und dann geht Bein und Arm raus. Toller Reflex. Den Rückstand verhindert. So, jetzt die Bielefelder auf der anderen Seite mit der Möglichkeit. Auch hier eine Überzahlsituation. Sie spielen es auch nicht aus. Bisschen eigensinnig in der Situation. Hätte sogar links oder rechts die Option gehabt. Auch das sagt sich hier mit dem Schnitzelbrötchen vor der Brust ganz, ganz leicht. Es ist ein brutales Tempo. Es ist eine brutale Intensität. Von daher... Schweinchen schlau sitzt am Mikro und die, die es können, spielen Fußball. So, große Gelegenheit jetzt für die Kölner, aber wieder ist es Fleseriu, der aufpasst. So, Blockwechsel bei Arminia Bielefeld jetzt hier
wunderbar eingefangen. Ja, das wird so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Jetzt war gerade eine Aussituation für Arminia. Bielefeld wechselt. Viele Schiedsrichter zählen die 4 Sekunden dann an, in dem Moment, wo der Wechsel auch beginnt. Hier wartet der Schiedsrichter jetzt ab. Finde ich prinzipiell nicht schlimm. Muss halt aber einheitlich gehandelt werden. Sicherlich nochmal ein Thema für Schiedsrichterchef Jörg Opoff in der Nachbesprechung von Tag 1. Da einfach eine Gleichbehandlung hinzubekommen. Bielefeld 22, Dia Majid, auch schon ganz auffällige Momente gehabt. Bei den Sockern ist übrigens Tanay Kosa, Bielefeld Nummer 10 auf Platz 2. Mit 2 Toren und 1 Assist. Also ganz vorne dabei. Also auch auf ihn so ein bisschen achten. Bielefelds Nummer 10, Tanay Kosa. So, tiefer Ball. Köln am Übrigen die Mannschaft nach. Moment, wir nehmen diese Szene noch mit. Den kann er fast selber machen. Und da war der Querpass trotzdem nicht schlecht gemacht für Enes Sagili. Aber ich glaube, da gab es genug Platz für Fabrice Walter, da selber abzuschließen. Auf jeden Fall die Kölner, die Mannschaft außerhalb der Lokalmatadoren Bielefeld und der Mühlenkreisauswahl mit den meisten Teilnahmen. Zum 21. Mal dabei, nur eine einzige Ausgabe verpasst. Und zuletzt ja auch in den letzten 3 Turnierausgaben 2-mal gewonnen. Oh, der klasse Lupfer, tolle Mitnahme und der Abschluss. Dann nicht mehr ganz so gefährlich. Jason Ponente Ramirez hier gerade mit dem Versuch. So, Ballgewinn für die Bielefelder. 3 gegen 1, wenn es jetzt richtig schnell und gut gespielt wird. Ja, der Ball war halt nicht ideal. Angriffsversuch. Der Bielefelder und jetzt der Treffer. Ich habe ihn eben noch erwähnt. Fafur Salami. Der Stürmer der Armin. Der eine große Torgefahr ausstrahlt. Eingeleitet hier durch den Keeper. Da hinten auch schon toll gerettet hat ein paar Mal. Also entscheidenden Anteil hat. 1:0 für Arminia Bielefeld. In der Blitztabelle der 9-Punkte-Start für den Landesligisten. Tabellendritter in der Landesliga, die Bielefelder. Und das 2-0 fällt prompt. Und er ist es wieder. Salami. Wir schauen drauf. Setzt sich hier durch. Trifft wunderbar ins lange Eck. Finn Seliger hatte da den Zweikampf verloren gegen Salami. 3 Minuten vor dem Ende stellt die Arminia auf 2:0.
Steht jetzt bei 9 Toren in 3 Spielen. In der Landesliga in 13 Spielen 43 Tore. Zweitbeste Offensive. Wir haben nur 13 Gegentore, also ein Gegentor pro Spiel, sind damit auch die zweitbeste Defensive. 3 Punkte hinter Platz 1, also das auch noch in Reichweite. So, 1:2 Anschlusstreffer hier. Durch Finn Gromczyk. Er bringt die Kölner 120 Sekunden vor dem Ende noch einmal ran. Nächste gute Situation für die Kölner. Ja, Verzögerung war eigentlich gut durch Alessandro Puzzo. Nun die Bielefelder wieder im Angriff. Kriegt er den noch quergelegt? Da ist eine Menge Platz gewesen im Zentrum. Das aber auch nur für 2 Sekunden. Nach Köln wieder aufgerückt. So, 1,5 Minuten noch. Knappe Führung für Arminia Bielefeld. Trainer bei Bielefeld. Rechts am Bildrand zu sehen, Gabriel Imran, 34 Jahre, ganz engagiert. Durfte ihn im letzten Herbst kennenlernen auf einem Vortrag. Ganz spannender Trainer, tolles Buch geschrieben. Fußball mit Prinzip, sehr zu empfehlen. Jetzt aber die große Möglichkeit erstmal für seine Mannschaft, die nicht genutzt wird. So, Köln kann kontern, 2 gegen 2. Bielefeld rutscht wieder nach, wir haben eine 3 gegen 3 Situation. Keine Überzahl und stark geblockt jetzt von Armon Demirovic, der den Ball gewinnen hatte. Schussversuch von Glenn Gutmann mit der 20 bei Arminia. Oh, wichtig, da wirft sich Majid in diesen Ball. 22 Sekunden vor dem Ende. Kriegen die Kölner noch eine Aktion. Erstmal der Ballgewinn für Arminia. Und jetzt die Entscheidung. Jetzt das Tor durch Glenn Gutmann für Arminia Bielefeld. 12 Sekunden vor dem Ende. Setzt sich stark durch gegen den Kölner Kapitän Finn Gromczyk. Bielefeld also tatsächlich mit 3 Spielen und 3 Siegen. Das heißt für morgen zwar noch nichts. Gutmann hier noch in der Diskussion mit René Pascal Wagner. Er hat das aber entspannt moderiert. Und das war's. Arminia Bielefeld gewinnt mit 3:1 gegen den 1. FC Köln. Und wir sind gleich wieder da.